Ich habe zwei Survival Kits als Geschenke zusammengestellt. Ich nenne sie Überlebenstaschen. Ein Survival Kit für meine Mutter und eins für meinen Vater. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ich hier alles reingepackt habe und wieso ich es hineingepackt habe. Und wieso die Überlebenstaschen genau so aussehen, wie die aussehen. Meine Eltern sind Mitte 60, beide noch sehr aktiv. Mein Vater ist sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Er hat so ein Elektrobike, nutzt aber nicht immer den Motor, fährt auch viel, indem er eben seine Muskelkraft da benutzt. Ist da auch 15 bis 20 Kilometer teilweise am Stück und das regelmäßig. Meine Mutter läuft sehr viel, also die läuft lieber, ist da oft mit einer Freundin unterwegs und da laufen die auch schon mal 10 bis 15 Kilometer am Tag durch die umgebende Naturgegend. Also die wohnt so ein bisschen auf dem Land. Und meine Mutter nimmt aber, also nahm bis vor einiger Zeit nicht mal Wasser mit. Jetzt nimmt sie mittlerweile Wasser mit, sie ist da schon vernünftiger geworden. Und ich habe mir gedacht, also ich stelle ihr mal ein kleines Survival-Kit zusammen mit den nötigsten Sachen, wo sie eben da ein paar Stunden, wenn sie sich mal einen Fuß verstauchen sollte, sich selbst helfen kann. Also auch wenn sie mit der Freundin unterwegs ist oft, dann trotzdem finde ich es gut, also wenn noch sowas mit dabei ist. Also haben wir zuerst mal hier eine kleine Gürteltasche. Meine Mutter ist nicht gerne mit Rucksack unterwegs. Sie ist gerne sehr ultraleicht unterwegs und wird am liebsten gar nichts mitnehmen. Deswegen hier so eine ganz kleine Gürteltasche, eine Trailrunning-Gürteltasche, die man einfach so mit einer Hand schnappen kann vor dem Rausgehen, sich umbinden, zack, das ist eine Sache von 5 Sekunden. Und hier auch eine ganz kleine Wasserflasche drin, 500 Milliliter. Also sie möchte keine große Flasche mitnehmen, weil sie das stört beim Laufen. Deswegen hier eine 500 Milliliter Wasserflasche, die wirklich bequem hier reinpasst und die auch nicht, selbst wenn die voll ist, den Gürtel jetzt runterziehen würde. Des Weiteren ist enthalten, also eine Signalpfeife, wenn man unterwegs mal sich einen Knöchel verstaucht, muss vielleicht irgendwo warten und hat keinen Empfang über Smartphone, dann kann man über so eine Signalpfeife prima Hilfe rufen, denn wenn du jetzt mehrere Stunden wartest, vielleicht auch schon erschöpft und ausgekühlt etwas, du würdest Hilfe rufen, zuerst würde das so klingen, Hilfe, dann und am nächsten Tag oder nach einigen Stunden schon, also man würde dich kaum noch verstehen. Mit so einer Pfeife kannst du in jedem Moment dich bemerkbar machen. Und hier so ein Lasso dran, man kann die sich um den Hals hängen. Vielleicht hängt sie sich die Pfeife um den Hals, ich weiß es nicht. Aber wenn sie sie so mitnimmt, immerhin schon, wäre das schon gut. Und was habe ich hier noch? Ein kleines Taschenmesser, eben ein kleines Opinel. Opinel sind ja dafür bekannt, also die haben wirklich sehr feine oder für sehr scharfe Klingen und damit kann man sich eben, falls doch mal ein Feuer gemacht werden sollte, falls man etwas länger warten muss, Späne aus Totholz schnitzen oder auch aus Holz, wenn es trocken ist, irgendwo, wo man sich ein Feuer machen kann damit schnell, sehr praktisch. Oder auch, wenn man sich ein Stück Wurzel mal abschneiden muss, vielleicht im Fall einer ersten Hilfe, wenn vielleicht ein Arm mal geschient werden muss, da könnte man sich irgendwie mit dem Messer noch behelfen. Messer ist immer praktisch, also Messer immer dabei zu haben, ist immer gut. Des Weiteren eine Rettungsdecke und die Rettungsdecke, die passt genau hier in das kleine Seitenfach noch rein. Rettungsdecke hatte ich ja ein Video, das vorhergehende Video, ging ja darüber, wie man sich aus Rettungsdecken, aus Biwaksäcken ein Notbiwak improvisieren kann. Also Rettungsdecke unbedingt wichtig, wenn man sich irgendwo den Fuß verstaucht mal, vielleicht auch in der Kälte im Winter dann oder auch bei kalten Temperaturen im Sommer, im Herbst, im Frühling, die Rettungsdecke drüberlegen und das verhindert die Auskühlung. Auskühlung beginnt ja, also Unterkühlung, Hypothermie ab 35 Grad Celsius. Das damit verhindern. Und hier mit so einer Kerze, mit so einem Teelicht, das kann man sich dann extra noch unten hinstellen und nochmal ein paar Grad mit in das Notbiwak hineinbringen. Die Kerze, so ein kleines Teelicht, ist auch sehr praktisch, um als Brandbeschleuniger zu dienen. Ich habe auch immer an meinem eigenen kleinen Survival Kit, habe ich meist auch immer ein Teelicht dabei. Man kann das sehr gut nutzen, um damit ein Feuer zu entzünden. Als Brandbeschleuniger eben
Oder auch wenn man mal ein kleines Licht noch braucht, abends einfach nur so ein kleines Teelicht, sau praktisch. Und eben unter der Rettungsdecke kann es nochmal entscheidend dazu beitragen, vielleicht auch wenn es nur 1 Grad ist, trotzdem die Temperatur etwas weiter oben zu halten und so nicht auszukühlen. Dann, also hier in diesem kleinen Beutel eben das Teelicht, und ich habe das hier extra in so einen kleinen Beutel noch reingetan, damit das ein bisschen übersichtlicher ist. So ein Beutel einfach aus dem Laden, so ein kleiner Zipbeutel, sehr praktisch, wasserdicht. Und hier noch ein Feuerzeug drin. Jeder, der sich mal mit Survival beschäftigt hat, weiß, dass hier so ein Feuerstahl als zuverlässigste Anzündmethode gilt, aber nicht jeder weiß, damit umzugehen. Ich schätze, auch meine Mutter wird mit so einem Feuerstahl jetzt nicht viel anzufangen wissen. Es ist wirklich die zuverlässigste Methode. Er funktioniert immer, er kann runterfallen, er ist im Prinzip unkaputtbar. Und selbst bei Nässe kommt da immer heiße Funken. Man braucht allerdings Zunder, entsprechenden Zunder. Und man muss das auch ein paar Mal geübt haben, damit das funktioniert. So, und Otto Normalverbraucher nutzt sowas nicht. Deswegen Feuerzeug, damit weiß jeder umzugehen. Und damit weiß jeder, so eine Kerze anzuzünden. Und zur Not auch ein Feuer anzuzünden. Dann hier drin noch ein Stück Schokolade. Als kleine Powerportion, die Energie liefern kann, wenn dann mal ausgepowert ist. Ich habe ja selbst für meine Touren, für größere Touren, dann meist so eine kleine Mischung dabei, die ich mir selbst zusammenstelle, bestehend aus Mandeln und aus Rosinen. Und das gibt wirklich sofort Power. Also die Mandeln haben auch Proteine, sehr viele, und die Rosinen Fruchtzucker, und das geht wirklich sofort ins Blut und gibt ja sofort einen Energieschub. Allerdings Mandeln mit der Zeit schmecken die nicht, wenn man die lange in so einem Beutel aufbewahrt. Deswegen mache ich mir das auch immer frisch, diese Mischung. Und deswegen bringt das auch nichts hier in dieser kleinen Tasche. Die ist auch viel zu klein dafür. Also das könnte sie sich dann selber zubereiten, wenn sie das möchte. Aber hier als absolutes Notfallkit finde ich so eine Schokolade praktischer. Selbst das Notfallkit könnte jetzt eben wirklich, ja, 2 Jahre, 3 Jahre so unangerührt sein. Und selbst nach 3 Jahren, wenn man das jetzt auspacken würde, das Feuerzeug würde funktionieren, die Kerze könnte angezündet werden und die Schokolade, die wäre vielleicht etwas seifig, aber trotzdem, man könnte sie essen, sie würde noch den Zucker enthalten und könnte Energie spenden. Also im Prinzip krisensicheres kleines Notfallkit im Notfallkit. Und hier habe ich noch eine kleine Anleitung reingepackt. Ja, also nur so 2 Punkte eben wirklich, die absoluten Basics, also vor jeder Tour zu Hause Bescheid geben, wo genau die Tour entlang geht und wann man wieder zurück sein möchte. Und als 2. Punkt, Smartphone vollladen, vor jedem Mal hinausgehen und das Smartphone auch wirklich einpacken. Es ist eine Tatsache, dass in den letzten Jahren die meisten Menschen aus Notlagen in Gebirgen und auf Wanderungen über Smartphone gerettet wurden. Allerdings, das funktioniert nur, wenn das Smartphone auch funktioniert. Europaweit gilt ja die Notrufnummer 112. Im Prinzip ist das jetzt so, wenn du irgendwo in einem Funkloch steckst, wo dein Anbieter zum Beispiel, du hast Vodafone, bist in einem Funkloch, rufst jetzt die 112 und du hättest jetzt zum Beispiel auf Vodafone kein Geld mehr. Also du könntest theoretisch nicht mehr anrufen, irgendeine Nummer. Aber die 112 könntest du immer anrufen. Und selbst wenn du auf Vodafone jetzt kein Geld mehr hast, könntest du über Vodafone anrufen. Wenn du jetzt aber keine Anbindung hast ans Netz, Vodafone, dann würdest du automatisch weitergeleitet werden mit dieser Notrufnummer auf den nächsten Anbieter, zum Beispiel in Deutschland dann auf Telekom oder hier eben in Spanien auf Orange, auf Movistar. Unabhängig eben davon, was du für einen Anbieter hast, würde die Notrufnummer immer funktionieren, die 112, aber natürlich immer vorausgesetzt, du hast noch Strom auf dem Handy. Und auch, du bist nicht in einem absoluten toten Funkloch, wo wirklich überhaupt nichts zu erreichen ist. Und falls das der Fall ist eben, selbst wenn meine Mutter eben oft mit ihrer Freundin unterwegs ist, dann könnte eine von den beiden auf eine Erhöhung gehen, von da aus Hilfe rufen. Und die andere könnte eben unter dieser Notfalldecke warten in der Zeit. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Notfallpack von meinem Vater. Das ist im Prinzip das Survival Kit. Der Inhalt genau gleich, wie du siehst. Außer eben hier, dass hier ein Biwaksack enthalten ist, weil ganz einfach er mehr Platz hat. Ich habe für ihn eine größere Tasche gewählt, weil, also für meine Mutter eben, das ist ein bisschen sportlicher. Sie ist auch so ein bisschen noch sportlich. Sie geht auch regelmäßig schwimmen. Sie ist wirklich noch sehr in Form.
für ihr Alter. Und ja, deswegen passt das gut zu ihr auch so. Trailrunning, ja, modisch. Mein Vater ist allerdings nicht der modische Typ, er ist eher der praktische Typ und ich sehe ihn auch nicht mit so einer Trailrunning-Tasche durch die Gegend gehen. Deswegen hier so eine etwas konservativere Ausführung, eine bequeme, gepolsterte Seitentasche auch, die aber also auch entweder seitlich befestigt werden kann oder auch als Tragetasche einfach über die Schulter gelegt. Oder auch sie kann einfach am Fahrrad eben fixiert werden. Auf verschiedene Weise. Also ziemlich praktisch für meinen Vater, für meine Mutter etwas sportlicher. Ich habe es wirklich so gewählt, eben weil ich meine, dass Survival Kits müssen sowieso abgestimmt sein auf bestimmte Personen und punktgenau auch auf bestimmte Situationen, die eintreffen können. Jedes Survival Kit muss individuell sein und praktisch, und derjenige, der es mit sich trägt, muss damit umzugehen wissen und das selbst im Dunkeln, selbst ja, wenn man dir die Augen verbindet, müsstest du sofort wissen, was hier enthalten ist und was damit zu tun ist. Also praktisch, einfach und ja, lebensrettend eben, so sollte es aussehen nach meinen Gesichtspunkten. Hast du schon mal so ein Survival Kit als Geschenk verpackt vielleicht für jemanden? Hast du schon mal ein Survival Kit verschenkt für jemanden? Schreibe mir gerne deine Ideen in den Kommentaren. Schicke mir auch gerne Bilder, also über kontakt@osuka.com. Das wäre auch vielleicht interessant mal zu sehen, oder auch Videos. Vielleicht hast du auch ein Video gemacht davon. Schicke mir das auch und ich stelle es mal vor. Und ja, kommentiere das. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn du weitere solche Videos sehen möchtest zu Survival, dann abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.